befinde mich heute beim WRC und darf eine Fußballlegende begrüßen. Sein Herz ist noch immer violett und früher hat man ihn an seiner Haarpracht erkannt. Danke für die Einladung, Herbert Schneckel-Bohaske. Wir sitzen hier heute am WRC-Platz. Bist du hier noch oft? Ja, ich bin Mitglied seit vielen Jahren. Wir haben da so eine Tennisrunde, die zum Großteil aus alten Fußballern besteht. Und das ist die sogenannte Montagrunde. Also am Montag treffen wir uns da, zumindest bis Oktober. Und ab Oktober spielen wir dann auf der Hohen Warte in Döbling bis März. Und ab März sind wir dann wieder da. Das ist so eine Runde von rund 35 Leuten circa, die nicht immer alle da sind. Aber wir treffen uns da, spielen manchmal vorher Karten, dann spielen wir Tennis und dann sitzen wir zusammen beim Essen. Und ja, das ist so ein schöner Herrentag am Montag. Sehr schön. Du bist ein Mensch, der Traditionen mag. Du hast doch kritisiert, dass das Stadthallenturnier abgeschafft wurde. Du sagst auch, die Italiener halten ihre Traditionen hoch. Das findest du gut? Ja, Traditionen finde ich gut. Aber ich verstehe natürlich, warum es heute kein Stadthallenturnier mehr gibt. Weil die Leute eigentlich ganz anders aufwachsen. Besser als wir. Für uns war halt damals so, auch bei der Freizeitgestaltung haben wir in diversen Kaffeehausmannschaften haben wir Hallenfußball gespielt. Und das Stadthallenturnier war natürlich eigentlich im Winter der Höhepunkt, weil immer eine sehr lange Winterpause ist. Heute geht es nicht mehr. Erstens einmal haben die Spieler, die heutige Generation, haben wir Angst, dass sie sich in der Halle verletzen könnten, obwohl ich der Meinung bin, also die Halle ist das Ungefährlichste, weil da spielen wir mit die fast würde ich sagen, Bodenschlapfen und nicht mit den starken Stoppen. Ja, mir tut es leid, weil es für mich war das so, ich bin aufgewachsen, ich habe schon, glaube ich, ab meinem 10. Lebensjahr in der Halle Fußball gespielt und das war halt für mich eigentlich im Winter immer der Höhepunkt. Es gibt es leider nicht mehr, aber das ist natürlich der Zeit geschuldet. Die Spieler müssen sich eigentlich in der Pause, wo wir Hallenfußball gespielt haben, eher erholen, regenerieren. Zum Beispiel oder jetzt ist sogar im Winter schon eine Fußball-Weltmeisterschaft, hat es auch noch nie gegeben. Also viele halten an Traditionen nicht an. Und es ist sicherlich auch wahrscheinlich dem Finanziellen geschuldet. Also um das, was wir früher in der Stadthalle gespielt haben, da zieht sich heute niemand mehr um. Du hast überlegt, in Italien oder Rom zu bleiben, bist dann aber doch nach Österreich zurückgekommen. Unter welchen Umständen könntest du dir vorstellen, jetzt doch in Italien zu leben? Also in Italien zu leben kann ich mir immer vorstellen, aber es wird nicht mehr passieren. Ja, damals war das halt so, dass ich war in Rom und nach 41 Jahren sind wir dort Meister geworden. Ja, das war natürlich für die Stadt, für den Club und Fans und so weiter unbeschreiblich. Und mein Ziel war eigentlich dann in Rom zu verlängern, weiterzuspielen dort. Und das hat sich dann, als das würde jetzt den Rahmen sprengen, als viel zu lange dauern, hat sich das zerschlagen, war also nicht möglich. Damals war der Plan, nochmal einen Dreijahresvertrag zu unterschreiben, in Rom wohnen zu bleiben und vielleicht dann als Trainer im Nachwuchs dort zu arbeiten, wenn die Karriere zu Ende ist. Aber das waren halt alles Träume, die sich also nicht erfüllt haben. Aber Rom ist natürlich schon, oder überhaupt Italien von der Einstellung der Menschen, von der Freundlichkeit der Menschen, Gastfreundlichkeit, könnte ich mir vorstellen, dort überall zu leben. Wie gut kannst du noch Italienisch? Ja, ich glaube ganz gut. Also ich hab ja nie den Kontakt mit Italien verloren. Es geht mir ein bisschen ab. Bis vor einem Jahr circa gab es noch die große Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Die hat es noch in Österreich gegeben. Oder bei mir in Klosterneuburg habe ich die abonniert, vor allem am Montag, weil ich die
Spielergebnisse von Sonntag, Samstag, Sonntag immer lesen wollte. Gibt es jetzt leider nicht mehr, deswegen fällt mir jetzt ein bisschen was, aber jetzt gerade erst bevor ich weggefahren bin, habe ich Teletext geschaut in Italien, um mich ein bisschen wieder zu informieren. Ja, ich finde Italienisch ist, abgesehen davon, dass es eine schöne Sprache ist, auch nicht wirklich schwer zu lernen, wenn man es muss. Und ich war ja jeden Tag, jetzt eigentlich, damals war es ja ganz anders, ich war der Ausländer und dann waren 25 Italiener. Das heißt, niemand hätte mit mir Deutsch geredet. Inter hat mir zwar damals einen Dolmetscher zur Seite gestellt, den habe ich aber dann im Winter heimgeschickt, weil ich der Meinung war, ohne ihn lerne ich schneller. Ja, und, aber die Italiener fordern natürlich auch von dir, dass du die Sprache lernst, weil sonst kommt schnell der Verdacht auf, du bist nur wegen dem Geld in Italien und interessierst dich nicht für Sprache, Kultur, Land und so weiter. Aber noch dazu in Rom, wo ich dann war im dritten Jahr, erstens einmal konnte ich da schon ziemlich gut Italienisch. Und was die Kultur betrifft, ist ja Rom, dann kannst du ja um jede Ecke gehen und irgendetwas ist, weiß ich nicht, ein paar hundert Jahre alt. Und ja, Rom war für mich, Mailand ist natürlich auch eine schöne Stadt, aber das Rundherum ist halt, da merkst du halt, dass du in einer Industriestadt bist und Rom ist natürlich voll mit Kultur. Dann ist es noch so, dass das Klima in Rom super ist. Es wird nie wirklich kalt. Also ich habe damals noch, glaube ich, das ganze Jahr mit der kurzen Hosen trainiert, was in Österreich nicht möglich war. Dein Ausstieg bei Austria war nicht einfach. Dein Herz hat geblutet bei dem Gedanken, was aus deinem Verein wird. Wie ist das heute? Ja, ich bin natürlich, ich war 18 Jahre bei dem Club, 14 Jahre Spieler und 4 Jahre als Trainer. Es ist natürlich mein Herzensclub, den ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, der mir sehr viel ermöglicht hat in meinem Leben. Und klar, wenn es dem Verein schlecht geht, dann machst du dir Sorgen. Wenn es ihm gut geht, dann ist eh alles bestens. Aber ja. Die Austria wird es immer geben. Die Austria ist ein riesengroßer Club und mit mir oder ohne mir. Ich bin halt heute ein Fan. So gesehen war ich dann eh schon fast alles. Spieler, Trainer, Sportdirektor und jetzt bin ich Fan. Ja, Austria wird immer bis zu meinem Lebensende mein Herzensclub sein. In deinem ersten Fernsehauftritt bist du in einer Falle getappt. 25 Jahre später hast du im Fernsehen Spiele analysiert. Wenn dir das jemand früher gesagt hätte, hättest du das bestimmt nicht geglaubt. Was hättest du früher auch nicht geglaubt, wenn es dir irgendwer gesagt hätte? Ja gut, das ist natürlich ein großer Punkt, weil ich jetzt drauf gekommen bin, von allen meinen Tätigkeiten, die ich gemacht habe, bin ich am längsten jetzt beim ORF. Ja, ich war also 18 Jahre bei der Austria. War dann 11 Jahre Trainer und jetzt bin ich im 22. Jahr. Ja, also ist schon drüber sogar. Sommer 22. Ich habe begonnen beim ORF 2000, habe nie vorgehabt, wirklich lange zu bleiben, sondern nur, bis ich wieder einen Trainerjob annehme. Es hat sich dann irgendwie in den nächsten Jahren etliche Angebote geben, aber es hat sich nie mehr dann wirklich was Konkretes daraus entwickelt und dann habe ich mich entschieden, also ich lasse das Trainer sein, gehe zum ORF, was eine sehr gute Entscheidung war, weil der Lebensstandard sich erhöht, du kannst viel besser schlafen, du hast keine Sorgen, du musst nicht jeden Tag ein Training vorbereiten und so weiter. Trainerjob ist viel interessanter als Spieler, der schönste Spieler. Aber der Trainerjob ist natürlich der undankbarste, weil er nie daran gemessen wird, ob du ein guter Trainer bist oder ein schlechter, sondern es sprechen die Resultate. Gewinne ich 5 Matches, dann bin ich ein sehr guter Trainer, verliere ich 5 Matches, bin ich rausgeschmissen. Und deswegen ist es eigentlich so, wie das nie gesehen, ja, weil es kann genauso der Trainer, der 5 Matches verliert,
viel besser sein als der, der 5 Matches gewinnt. Also es ist nicht messbar. Und das hat mir aber am Trainerjob immer gestört, dass ich nicht wegen meiner Leistung beurteilt werde, sondern wegen dem Resultat, was am Ende steht. Du erzählst, dass Ogris in Barcelona nicht so viel Erfolg hatte, weil seine Frau in Spanien nicht so glücklich war. Wie wichtig ist die Familie für einen Spieler? Ja, es ist das Allerwichtigste, vor allem wenn du ins Ausland gehst. Ja. Ich meine, die Familie ist immer wichtig, weil die Familie an erster Stelle steht. Aber es gibt viele Spieler, die ganz einfach in ein Auslandsengagement antreten und die Familie bleibt zu Hause. Und daran würde ich sagen, das hätte ich nie geschafft, weil das nicht der Sinn und Zweck ist, vorzugehen und eigentlich vielleicht einmal oder zweimal im Monat deine Frau, deine Kinder zu sehen. Also für mich war immer klar, ich gehe nur ins Ausland, wenn die Familie mitgeht und mit dabei ist. Und das war bei mir der Fall. Ich habe eine Frau, die gesagt hat, egal wohin du gehst, ich gehe immer mit. Ob du jetzt gehst eben nach Mailand oder nach Djibouti. Wir sind in Djibouti auch dabei. Und das war für mich immer sehr, sehr wichtig, weil ich dann an und für sich das Leben, was ich in Österreich hatte, im Ausland genauso weiterführen konnte. Das Privatleben. Du hast ja deine Frau vor über 50 Jahren kennengelernt. Ja. Es war deine beste Entscheidung. Ja. Was hättest du dafür für sie, also was hättest du für sie aufgegeben? Ja, das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich hatte einmal vor meiner Frau eine Freundin, die eher gemeint hat, also es wäre gut, wenn ich nicht Fußball spielen würde und mehr Zeit für sie hätte. Damals habe ich die Freundin aufgegeben, weil ich gewusst habe, okay, Fußball, das ist meine Leidenschaft und ich verstehe mich zwar mit der Freundin sehr gut, aber wenn das jetzt schon so ist, dass ich mit irgendetwas, was ich gern mache, aufhören muss. Das war damals auch eine gute Entscheidung. Ja, für meine Frau, die hätte nie mich vor diese Wahl gestellt. Deswegen stört sie das gar nicht, die Frage, weil sie es nie getan hätte, weil sie ganz einfach gewusst hat, wie gern ich Fußball spiele. Sie hat dann natürlich mitgekriegt, okay, sie muss dann wählen. Ich habe gelernt Automechaniker und sie hätte sich dann entscheiden können zwischen einem Fußballer und einem Automechaniker. Der Fußballer, auch damals, hat natürlich schon viel, viel mehr verdient als ein Arbeiter, der schwer gearbeitet hat. Ja, aber nochmal, meine Frau hätte mich nie vor so eine Entscheidung gestellt. Sonst wären wir vielleicht gar nicht einmal so lange zusammen. Jetzt haben wir 48 Jahre verheiratet. Und da sieht man, dass es also die großen Probleme bei uns nie gegeben hat und wird es auch nie geben. Heute kann sie sagen zu mir, ich soll den Fußball aufgeben, ihn selber spielen. Da hat sie recht, aber das habe ich eh schon gemacht vor ein paar Jahren. 48 Jahre sind echt lang. Ja, auch wahrscheinlich ungewöhnlich. Also in meinem Freundeskreis gibt es nicht viele, die auf so ein Zeug kommen. Aber gut, es gibt auch kein Mittel oder kein Geheimnis, warum das so ist. Ja. Es geht nur darum, dass wir scheinbar 48 Jahre sehr gern zusammen waren und das wahrscheinlich auch noch sehr lange sein werden, hoffentlich. Bei Inter wurdest du zu einem Fantreffen eingeladen. Diese Ehre bekamen nur zwei weitere Spieler. Das ist also etwas Besonderes. Was hat dir das bedeutet? Ja, man muss dazu sagen, das war bei Inter sind natürlich alle eingeladen worden in Fantreffen, weil es unheimlich viele Fanclubs gibt. Aber der aggressivste Teil, das sind die Boys bei Inter. Und die lieben den Club.
die Mannschaft, aber nicht jeden einzelnen Spieler. Das heißt also, wenn du dorthin zu denen eingeladen wirst, hast du zwar ein mummeliges Gefühl, weil da nicht nur lauter anständige Menschen sind. Aber ich war einer von drei, das stimmt, der eingeladen wurde. Und das ist dann halt, ein bisschen kommst du dir da geschmeichelt vor. Du musst das Inter verlassen. Du hattest viele Jahre das Interview vom Präsidenten in deinem Archiv. Auch mit Baric und Stronach gab es Unstimmigkeiten. Bist du nachtragend? Nein, ich bin überhaupt nicht nachtragend, aber es ist natürlich so, die Umstände, die oft dazu führen, dass man sich trennt, das kommt eben immer darauf an. Der Frank Stronach war ein Mensch, sicher ein tüchtiger Mensch in seinem Beruf. Aber ich glaube, außer in seinem Beruf hat er sich nirgendwo ausgekannt, leider, aber immer geglaubt, dass er alles weiß. Und da ist es dann schwer, zusammenzuarbeiten, weil eigentlich möchte er so, und zwar mit jedem, der bei ihm angestellt ist, er sagt ihm, was der machen soll, und der muss das machen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und wenn du der Meinung bist, na okay, das mache ich nicht, dann schmeißt er dich. Um es kurz zu sagen, ich nehme an, du meinst den Otto Baric, der bei Rapid war. Ja, aber mit denen hat die privat gar kein Problem. Ja, sondern wenn wir gegeneinander gespielt haben als Trainer auf der Bank oder auch noch wie ich Spieler war, dann hat es oft so Wortgefechte gegeben. Aber gegen den habe ich gar nichts gehabt, weil der auch ein ausgezeichneter Trainer war. Ja, also privat haben wir überhaupt kein Problem gehabt, aber natürlich aus der Emotion heraus haben wir des Öfteren ein paar unschöne Worte gewechselt. Und ja, und in Italien ist es auch so, ich musste eigentlich gar nicht gehen, weder bei Inter noch bei Roma, sondern es war dann eben gewisse Dinge. Bei Inter hätte ich sehr leicht sagen können, okay, ich habe noch ein Jahr einen Vertrag und ich gehe nicht. Die haben mir also nicht gesagt, du musst gehen, sondern die wollten zwei neue Ausländer holen und haben dann eben die Frage gestellt. Ja. Und nachdem ich dann das Angebot von Rom gehabt habe und gewusst habe, das ist eine sehr gute Mannschaft, war es kein Problem. Und in Rom war es an und für sich so, dass ich gehen musste, weil der andere Ausländer mit dem Club gestritten hat. Und zuerst gesagt hat, er fliegt nach Brasilien zu Hause und kommt nicht mehr. Und hat aber einen 3-Jahres-Vertrag vorher unterschrieben. Und nachdem er dann gesehen hat, okay, dass Roma sagt, na gut, dann bleibe ich in Brasilien, hat Roma einen anderen Brasilianer gekauft, der auch 3 Jahre unterschrieben hat. Und dann ist aber der erste Brasilianer wieder zurückgekommen, hat sich entschuldigt, hat gesagt, er zahlt eine Geldstrafe, aber er respektiert seinen Vertrag. Und dann waren wir zu dritt. Und 3 durften nicht sein. Damals war es das zweite Jahr war dann, wo 2 Ausländer waren. Und wir waren zu dritt. Das heißt, für den Präsidenten war klar, einen von uns 3 muss er ausbezahlen. Und nachdem das natürlich gute Geschäftsleute sind, hat er mich ausgezahlt. Ich habe 1 Jahr einen Vertrag gehabt, den musste er auszahlen. Und ansonsten hätte er müssen den beiden Brasilianern 3 Jahre auszahlen. Und das war klar, dass er das nicht macht. Aber das Bittere war, dass er dann 1 Jahr später gesagt hat, sein größter Fehler war, dass er mich gehen hat lassen. Das hat mir dann noch mehr weh da. Aber da war ich eben gekränkt, weil ich an dem Tag gesagt bei Roma, ich verlasse Roma und habe 5 Angebote aus Italien gehabt. Und sogar AC Torino mit Walter Schachner damals, mit denen ich bei Austria gespielt habe und im Nationalteam, die wollten mich unbedingt holen. Aber da war ich halt, vielleicht war es falscher Stolz, aber ich war wirklich beleidigt, weil ich bin gekommen zu Roma und die sind nach 41 Jahren Master geworden. Und ich habe ihnen immer gesagt, ihr seid nicht wegen mir Master geworden, aber mit mir. Und das dürft ihr nicht vergessen. Und ja, da war ich beleidigt und okay, die haben das ja ausbezahlt. Das heißt, ich habe finanziell überhaupt keinen Schaden gehabt, weil ich
drei Jahre in Italien gespielt habe und 4 Jahre bezahlt wurden. Und dann bin ich noch dazu gekommen, zurück zur Austria, die für damalige Verhältnisse mir dann auch einen sehr guten Vertrag gegeben haben. Und okay, ich habe dann immer gesagt, vielleicht war es falscher Stolz, aber letztlich bin ich wieder bei meiner Austria gelandet und deswegen habe ich nichts wirklich falsch gemacht. Man sagt dir nach, dass du ein schlechter Verlierer bist. Ja. Wie funktioniert das mit den Familien-Toto-Spielen? Ja, es kommt eben darauf auf, ich bin bei allem, was wir gespielt haben, wollte ich natürlich gewinnen und nicht verlieren. Allerdings hat sich das dann mit den Enkelkindern. Ja, mit meinen Kindern, mit meinen 2 Töchtern war es vielleicht noch so, die habe ich nicht unbedingt gewinnen lassen. Aber die Enkelkinder, da war es dann so, aber das ist eben dann, es kommt dann, deswegen darf man niemanden gewinnen lassen. Mein großer Enkel, der ist heute 21, ist der Theo, der spielt super Tennis. Ja. Und mit dem bin ich auch da beim WRC spielen gegangen, wie er war, weiß ich nicht, 10 Jahre, 11 Jahre. Und den habe ich immer gewinnen lassen. Ja. Und dann später, wie er besser gespielt hat, dann hat er mich auch wieder geschlagen, aber dann wollte ich schon gewinnen. Und habe ich aber gegen ihn nicht gewonnen. Das heißt, gegen den habe ich überhaupt nie ein Tennismatch gewonnen. Und dann haben wir von meiner zweiten Tochter am Buben, den Oskar, mit dem habe ich immer bei uns im Keller Fußball gespielt, mit so einem Softball. Den habe ich auch immer gewinnen lassen. Und die Quintessenz war dann, dass er zu meiner Tochter gesagt hat, Mama, du sagst immer, der Obi war so ein guter Fußballer, der hat gegen mich noch nie gewonnen. Außer also, der hat den Respekt verloren als Fußballer. Aber okay, nein, also, aber logisch, wenn ich da spiele heute mit unserer Tennisrunde oder irgendwas, da streiten wir schon sehr oft. Also da mag ich nicht verlieren. Ja, aber bei der Familie macht man eine Ausnahme. Bei der Familie kann man eine kleine Ausnahme machen, ja. Deine Geschichte mit der Begegnung und dem Autogramm von Adriano Celentano finde ich total lustig. Murat Amuslu hat vor kurzem auch ganz stolz ein Foto mit dir geteilt. Also ist man eigentlich als Star auch wieder Fan von einem Star? Von wem bist du Fan? Von vielen, weil ich also durch die Fußballerkarriere, durch die lange natürlich viele kennengelernt habe. Und es gibt zum Beispiel auch Freundschaften, weiß ich nicht, der Alfred Dorfer ist erstens einmal Austrianer und wirklich ein, würde ich sagen, ein guter Freund. Der Lukas Resetaritz vorhin, Kabarettisten kenne ich sehr viele, so der Witasek und der Viktor Gerner, die haben da im Tennis gespielt und so. Also du lernst halt dann im Laufe dieser Jahre bei verschiedenen Festlichkeiten lernst du halt Schauspieler, Sänger und so weiter kennen. Und Gott sei Dank, ich habe das sehr gern. Bei Adriano Celentano gibt es ja, ich glaube, das kann noch gar nicht in dem Buch drinnen stehen, gibt es ja ein absolutes Happy End. Weil es hat mir vor, ich weiß jetzt nicht, einem halben Jahr, hat mir wirklich ein Mann geschrieben, und hat mir ein Büdel geschickt mit einem Autogramm von Adriano Celentano, der das gelesen hat. Also das heißt, ich habe jetzt da von Celentano. Allerdings muss ich sagen, in Celentano habe ich nicht persönlich gekannt. Es war nur diese Begegnung in dem Lokal. Aber zum Beispiel ein wirklicher Freund ist, ich weiß nicht, ob euch der was sagt, der ist groß, das ist der Antonello Venditti. Ja, den müsst ihr mal googeln. Also der spielt in San Siro Stadion vor 70.000 Leuten und so. Und leider Gottes kommt er nicht nach Wien. Einmal war er auf der Donauinsel, da habe ich mit ihm gesungen. Aber der ist wirklich ein großer und ist ein fanatischer Roma-Anhänger. Der kennt sich, glaube ich, besser aus bei Roma als alle miteinander, die dort arbeiten. Und der, wenn du ihn googelst, musst du schauen, also unheimlich viele Lieder, die du wahrscheinlich auch kennst, ja, und nicht mit ihm in Verbindung bringst. Aber der ist zum Beispiel auch ein Freund und den habe ich wirklich sehr, sehr gern. Du bist ja Austrianer bis ins Blut und man sagt über dich, dass du nervös wirst, wenn schon irgendwer ein grünes Laberl anhat.
Wie verträgt sich das mit Hans Krankl, mit dem du ja auch schon gesungen hast? Ja, na, man muss es halt trennen. Ich habe heute eine grüne Jacke an. Ja. Also erstens einmal bin ich weit aus dem Alter heraus, aber dass man kein Grün sein kann und bitte, was hast du da, grüne Krawatten und so weiter, das ist eigentlich Spaß. Ja. Und es sind schon Krawatten abgeschnitten auch worden, wenn sie grün waren und so, weil es soll ja alles Spaß werden. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, was weiß ich, hasse Rapid. Es ist ein absoluter Unsinn. Mir geht es darum, ich würde mir wünschen, ein Leben lang, dass die zwei besten Mannschaften in Österreich Rapid und Austria sind und die Austria um ein Stückerl mehr. Ja? Also, aber Rapid, ich habe sicher heute, wenn ich alles durchgehe, glaube ich, habe ich mehr Freunde, die mit Rapid sympathisieren oder dort gespielt haben, als Austrianer. Zufällig wahrscheinlich, aber in Wahrheit, also man muss ja immer davon vom Sport reden. Ja, und Sport soll es die Rivalität geben und so weiter. Aber dann muss es darüber hinaus, alles was darüber hinausgeht, ist ganz einfach nicht angebracht und lächerlich. Du hast deinen Eltern ja sehr viel zu verdanken. Glaubst du, du hättest das ohne ihre Unterstützung nicht so weit gebracht? Ja, ich glaube ganz einfach, dass es ja unheimlich wichtig ist, dass du diese Unterstützung hast, nämlich von klein auf. Ja, dann irgendwann kommst du in ein Alter, wo du sowieso auf dich allein gestellt bist. Aber meine Eltern, die waren halt immer da und haben das gefördert, dass ich Fußball spiele. Allerdings haben sie von mir verlangt, ich muss einen Beruf erlernen, weil Fußballer kein Beruf ist. Das habe ich dann auch gemacht. Aber ja, ich war von meinen Eltern, wir hatten wenig bis gar nichts. Aber ich habe immer gute Eltern gehabt, die zu mir gut waren. Wir haben beim Großvater in der Wohnung gewohnt, der nur mehr so gut zu mir war. Das heißt, ich bin aufgewachsen und mir halt, obwohl wir nichts hatten, aber trotzdem hat man nichts gehört. Und ja, natürlich sind die Eltern ganz, ganz wichtig. Und meine Eltern haben mich auch nicht unter Druck gesetzt. Ich habe von denen auch viel gelernt, zum Beispiel, was die Schule betrifft. Ja? Also meine Eltern haben nie von mir jetzt das super Zeugnis gefordert, sondern meine Eltern haben zu mir gesagt, bleib nicht sitzen, weil dann, das ist ein verlorenes Jahr in deinem Leben. Also lernen. Natürlich haben sie sich gefreut, wenn ich in irgendwo einen Ansatz gehabt habe. Aber mir war wichtig, ich habe den Druck nicht und habe nie Probleme gehabt, um sitzen zu bleiben. Ich habe nie ein super Zeugnis gehabt, aber es hat sich dann immer so gezogen, auch dann, wie ich gegangen bin, Hauptschule, dann in die Berufsschule und so weiter. Und meinen Kindern habe ich eigentlich dann das weitergegeben. Ja. Ich habe ihnen also auch gesagt, dass es mir nicht wichtig ist, dass sie Leute eine Ansage anbringen, aber es ist für sie wichtig, was zu lernen. Ich habe zum Beispiel gesagt, nachdem wir ja im Ausland waren, lern gut in Englisch, lern gut in Französisch oder was immer du für eine Sprache hast. Eine meiner Tochter hat in Französisch maturiert. Ich mich zum Beispiel, aber das soll jetzt nicht so ein als Vorbild dienen, zum Beispiel, ich habe gesagt, Mathematik, ja, okay. Die wenigsten werden bei uns in der Familie haben alle gut gelernt, oder zumindest meine Töchter und auch die Enkeln sind gut, alle sind schlecht in Mathe. Ja. Und natürlich kannst du ihnen nicht sagen, Mathe ist wurscht, ja, aber es die Mathematik, was heute schon gefordert wird, erstens einmal, ich könnte niemand mehr helfen, habe keine Ahnung davon. Und vor allem dann, du wirst das nachher in deinem Beruf nicht brauchen, diese, was weiß ich, wenn ich das sehe, was die alles auf die Tafel schreiben. Aber okay, es ist auch nichts Verwerfliches, wenn man in Mathematik einen Ansatz hat. Ja, zum Beispiel mein Enkel, der geht nicht an die Schule, weil dort ist eher auf Mathematik liegt hoch. Ja,
Also, um es kurz zu sagen, wir haben unsere Kinder, das habe ich von meinen Eltern schon gelernt, nie unter Druck gesetzt. Ja, natürlich, wenn wir gesehen haben, dass da und da Probleme gibt, wo ja wir nicht helfen können. Also meine Töchter sind auch gegangen in Mathe-Nachhilfe. Ja. Aber nie mit Druck. Ja. Und ich habe auch ihnen immer gesagt, es ist ein verlorenes Jahr, wenn du die Klasse wiederholen musst. Und das ist uns alles erspart geblieben. Da soll sich auch gar nicht jetzt so viel Gedanken machen. Also ich bin auf gar keinen Fall so gewesen, dass ich jetzt gesagt habe, so wenn du sagst, du magst Schauspiel. Ich war nicht so und habe gesagt, ich wir, der Fußballer. Scherzhaft habe ich natürlich schon zu meinen Eltern gesagt, ich werde es mir im Fernsehen einmal sehen. Da haben wir noch gar keinen Fernsehen gehabt. Aber du musst dann sowieso deinen Weg gehen und du wirst dann sehen, wo du talentiert bist. Und bei mir war es ganz klar, ich war ein braver Automechaniker, aber ein talentierter Fußballer. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, was zu machen, dann darf man es halt nicht nebenbei machen. Ja? Dann muss man halt mit allen Ehrgeiz dann das angehen und dann wird man es auch schaffen. Und selbst wenn man es nicht schafft, okay, man darf dann jetzt nicht dann aufgeben, weil das ist auch immer das Schwierige, dass heute viele junge Fußballer, die gehen in Akademien und so. Mhm. Und ich sage denen immer trotzdem, die Schule ist ganz, ganz wichtig. Ja, also nicht sie frühzeitig so, Schule interessiert mich nicht mehr, weil ich bin eh Fußballer. Und das ist dann schon ein schweres Geschäft. Weil das ist eben vielleicht im Gegensatz dazu, als Schauspieler kann man auch gut verdienen. Ja. Ja, aber da gibt es auch wieder so viele, es gibt sehr viel Konkurrenz und ein bisschen muss man halt dann schauen, ob man talentiert genug ist, ob man Glück hat. Bei mir war halt klar, Automechaniker hätte ich schon gekonnt. Ja. Aber gewusst habe ich, das, was ich wirklich kann, ist Fußball spielen. Und Gott sei Dank habe ich auch dann diesen Weg dann eingeschlagen und bin ihm dann bis zum heutigen Tag gegangen. Das ist sehr schön, wenn man seine Leidenschaft dann zum Beruf machen kann. Ja, aber das wollte ich zuerst sagen. Ne? Natürlich, es kommen dann welche, die das nicht schaffen. Und deswegen ist schon mal wichtig, dass sie trotzdem eine schulische Ausbildung haben, weil die spielen dann eher nicht im Profibereich weiter Fußball, sondern die spielen dann irgendwo im Amateurbereich und müssen aber dann einen Beruf ausüben. Ja, und deswegen ist das schulische, aber klar, es kann nicht jeder schaffen, aber manche haben halt gesagt, ja, und das geht nicht, weil die Buben stehen dann irgendwie auf der Straße, wenn sie es nicht schaffen als Fußballer, sage ich, ja gut, ich habe Automechaniker gelernt und wenn ich bei jedem Auto, wo ich gearbeitet habe, einen Fehler gemacht hätte, war irgendwann der Master gekommen und hätte gesagt, also, Raska sucht aber so anders, Automechaniker wirst du nicht. Und also es ist ja auch in anderen Berufen ist ja auch so schwer. Du musst es schon können, was du magst, weil es ist nicht die Alternative, wenn ich kein Fußballer mache, irgendwas anderes. Das irgendwie anders ist auch schwer. Du spielst ja jetzt Tennis, weil es körperlich jetzt besser ist. Warum Tennis und nicht Golf oder? Ja. Also Tennis, ich spiele schon Tennis seit, glaube ich, da ist in Österreich noch gar niemand Golf spielen gegangen, außer vielleicht die Adeligen. Aber ja, für mich ist es so, dass ich bin der Familienmensch und bin mehr oder weniger abseits meines Jobs bei der ORF, wo ich eh sehr viel auch wieder weg bin von zu Hause, bin ich im Prinzip gerne bei der Familie. Jetzt habe ich aber schon den Montag, wo ich praktisch ab Montag ungefähr da, wir treffen uns da um 12 Uhr zum Mittag und heimkommen tue ich so um 10 Uhr auf die Nacht. Also das heißt, der ganze Tag, der gehört mir. Wenn ich jetzt zum Golfspielen auch noch anfange, dann ist das der nächste Tag. Weil Golf kannst du wiederum, wenn es nicht familienfeindlich sein soll, dann muss die Frau auch spielen. Meine Frau wird sicher nicht spielen Golf und ich auch nicht. Ja, weil da bin ich eben wieder viel zu ehrgeizig und finde, dass Golf unheimlich schwer ist. Mhm.
Und das heißt, wenn du einmal in der Woche Golf spielen gehst, wirst du nie besser. So. Ich habe ja viele Freunde, die Golf spielen gehen, aber die gehen dreimal in der Woche spielen. Ja, und dreimal in der Woche ist für mich nicht drin. Und einmal in der Woche ist zu wenig, da bin ich schon zu alt dazu. Du hast bei dir zu Hause ja ein Karrierezimmer. Was ist da alles drinnen? Ja, alles, was ich halt im Sport, würde ich sagen, weil der Großteil ist natürlich Fußball. Mhm. Aber wir haben ja, ich habe ja als Hobby gehabt, auch Pferde in der Kreation und bin selber 35 Mal gefahren. Also das heißt, es sammelt sich dann unheimlich viel an Medaillen, Pokale und was weiß ich. Das sammelt sich an. Ja. Ich habe unten bei mir im Keller eben Vitrinen machen lassen und da stehen die alle drinnen. Aber umso älter ich werde, über jede Auszeichnung habe ich mich riesig gefreut. Aber ich denke mir jetzt immer, wenn ich einmal die Augen zumache, was passiert mit denen? Wer soll sich das alles aufheben? Also vielleicht das eine oder andere ist dabei, das ist wert, es zum aufzuheben, aber so 70-80% davon nicht. Und jetzt denke ich mir oft schon dann, das wird so sein, ich werde die Augen zumachen und die werden das alles wegschmeißen. Ein Großteil. Ja, aber es sind doch immer wieder schöne Erinnerungen. Ja, ja, natürlich. Aber es ist, wie gesagt, in der Zeit, es hat ja eigentlich nicht aufgehört, weil dann irgendwo wirst du eingeladen auf ein lustiges Skirennen. Und da kriegst du auch wieder einen kleinen Pokal oder so, oder Eisstockschießen oder so. Irgendwas ist, weiß ich nicht, in der Stadthalle war einmal so Benefiz, so Reit- und Springturnier war ich auch dabei. Und du kriegst immer irgendetwas und das stellst du dann in die Vitrine, wunderschön zum Anschauen. Aber nur bei mir, ich tue nicht, wie jetzt, wenn Freunde oder Leute zu mir kommen, denen zeigen, was ich da alles habe. Also das heißt, es schaut sich, glaube ich, außer mir niemand an. Ja, und ich sehr selten. Hans Krankl bedeutet seiner Rückennummer sehr viel. Er hat die 9 sogar in seinem Kennzeichen stehen. Du bist mit der Nummer 8 gelaufen. Was bedeutet dir deine Rückennummer? Gar nichts. Gar nichts. Obwohl ich, es ist eher rein zufällig, dass ich an und für sich immer die Rückennummer 8 gekriegt habe. Ich habe es bei der Austria dann irgendwann gekriegt und habe es dann eben, bis ich nach Italien gegangen bin, getragen und die in Italien haben wieder geglaubt, okay, sie müssen mir unbedingt den 8er geben, weil ich daran hänge. In Rom war sogar, haben sie den Kapitän den 8er weggenommen, der schon von der Knabenmauer gespielt hat. Und haben denen 10er gegeben und nachdem ich aber dann zurücktauschen wollte, habe ich gesagt, für mich ist das kein Problem, er soll sich den 8er gehalten. Der Trainer war wieder so abergläubisch und hat gesagt, nein, das geht nicht, weil er vergibt die Nummern. Also das heißt, ich habe immer die Nummer 8 gehabt, aber es ist mir völlig wurscht, was ich jemand hinten gehabt hätte. Also an der Nummer ist mir nicht gelegen. Du bekommst sicher viele Anfragen, so wie meine. Du hast sofort sehr unkompliziert auf meine reagiert. Welche Anfragen waren so unmöglich, dass du sie abgelehnt hast? Ja, unmöglich. Es ist so, ich kriege viele Anfragen, ob ich so komme, weiß nicht, zum Beispiel zu einer Hochzeit, ja, also Ehrengast, zu einer Geburtstagsfeier und solche Sachen. Und das geht halt alles. Nicht? Ich will eigentlich, weil ich auch nicht bin, ich will keine Attraktion sein. Mhm. Ja, so der Überraschungsgast oder der aus der Torte ausgehupft. Also das mache ich nicht, weil es auch viel zu viel ist. Solche Sachen, okay, auch nicht zu oft, aber die mache ich, das ist in Interviewform. Aber ich mag nicht jetzt bei einer Hochzeit auftreten, wo ich niemanden kenne. Ja, das ist. Und so, solche Anfragen gibt es halt viele, aber ich sage normale Dinge auch ab, weil es ganz einfach aus Zeitgründen nicht zum Schaffen ist. Darum habe ich auch gesagt bei dir, dass wir es hoffentlich Vormittag hinbekommen, weil ich
weil ich Nachmittag, ich mache auch keine Termine mehr aus, ich will mich nicht mehr in Stress versetzen. Ich mache mir nicht zwei Termine am Tag aus. Ja, also Vormittag da und Nachmittag wer andere. Also entweder Vormittag da und Nachmittag niemand oder gar niemand. Den Tag, das ist mir vom Zeitaufwand her am allerliebsten. Aber okay, das ist schon in Ordnung, das mache ich schon gern. Ich sage danke, dass du mir deine Zeit schenkst. Du hast in der ORF-Doku Mein Simmering mitgewirkt. Bist du noch immer im Herzen Simmeringer? Ja, ich glaube, das ist so ein Standardsatz, aber der hat absolut Berechtigung. Man soll nie vergessen, wo man herkommt. Ja? Ich habe zum Beispiel den Gary Seidel, ja, der eigentlich ein sehr guter Freund von meinem Schwiegersohn ist und ich seit vielen, vielen Jahren auch gut kenne, der hat irgendwo einmal vor Jahren gesagt, ja, ich lebe ja da am Ende der Welt, in Höflein an der Donau und so weiter. Den habe ich wirklich dann gerügt. Ja. Und da habe ich ihm gesagt, was ist so schlecht an Höflein an der Donau, wo willst du denn wohnen? Ja, muss es jetzt, weil du jetzt ein bekannter Kabarettist bist, muss jetzt, weiß ich nicht, erster Bezirk Wien sein oder so. Und der hat mir dann ein, zwei Jahre später gesagt, der das Haus, was er dort gehabt hat, umgebaut und wunderschön und wohnt eigentlich total super, ein bisschen auf dem Berg um. Und das ist für mich wichtig. Ich bin auch gegangen nach Klosterneuburg, ja, aber ich wollte ins Grüne und nicht weit weg von der Stadt, ich brauche beides. Aber in Simmering, dort bin ich aufgewachsen, das war meine Kindheit, dort hat alles begonnen. Es gibt noch immer Schwager, Schwägerin, Nichte, die in Simmering wohnen. Leider nicht mehr meine Mutter, die vor ein paar Jahren gestorben ist. Aber in Simmering bin ich noch immer sehr gerne. Ja, obwohl sich natürlich sehr viel verändert hat. Aber ich würde nie sagen, Gott sei Dank bin ich dort rausgekommen. Im Gegenteil, dort immer sehr, sehr gerne gelebt. Und ja, also Simmering wird immer das sein, wo die Klosterneuburger, die sind eh oft ein bisschen, wenn sie von mir lesen, dass ich sage, ich bin ein Wiener und bin ein Simmeringer, obwohl ich jetzt eigentlich schon länger in Niederösterreich wohne, aber okay, dort bin ich aufgewachsen und das wird immer so bleiben. Gibt es Fehler, die man als Trainer einem Spieler nie verzeiht? Nein, eigentlich nicht. Ja, da müsste er mir von ganzer Mannschaft, müsste er mich schwer beschimpfen und beleidigen. Das kann man da nicht verzeihen. Aber ansonsten, ja, ich war ja selber sehr, sehr lange Spieler und war nicht immer der Musterspieler. Das heißt, also ich habe sicher als Spieler viele Fehler gemacht. Und das heißt, bei mir haben die Spieler fast jeden Fehler machen dürfen. Es handelt sich um junge Leute und da musst du halt dann, auch wenn es vielleicht im Moment ein Wahnsinn ist und du immer, was ich auch gemacht habe, Geldstrafen aussprichst und so weiter. Aber persönlich bleibt da nichts hängen. Hört ein Fußballer jemals auf, Fußballer zu sein? Ja, zwangsläufig ja. Zwangsläufig ja. Ich habe also, ich glaube das letzte Mal, es wird jetzt schon fünf bis sechs Jahre her sein, habe ich das letzte Mal in Rom gespielt, war ich eingeladen bei einem Benefizspiel. Und da habe ich halt dann gesehen, alles, was ich machen will, kann ich nicht mehr. Ja. Oder nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. Und dann haben wir gedacht, okay, bevor ich jetzt rausrenne und eigentlich keinen Spaß mehr habe, werde ich das, was ich jahrzehntelang immer gekonnt habe, kann ich nicht mehr. Dann ist es besser, du hörst zum Fußballspielen auf. Und das habe ich auch gemacht. Außerdem habe ich auch noch eine kaputte Hüfte gehabt, also was ohnehin schon erfordert hat, aufzuhören. Ja, und jetzt spiele ich nur mehr Fußball. Nur mehr Tennis, Entschuldigung, Fußball nicht mehr. Du hast Ernst Happel als größten Trainer bezeichnet. Es gibt ja das Ernst Happel Stadion. Findest du, es sollte auch ein Herbert Prohaska Stadion geben? Nein. Ich meine, erstens einmal würde ich es ja nicht mitkriegen, weil ich
weil solange ich lebe, wird es sowieso hundertprozentig nicht geben. Und wann, dann käme ja sowieso nur die Austria in Frage. Und nachdem die Austria, nachdem das Stadion nicht heißt, Matthias Schindler Stadion, was eigentlich, der wäre viel, viel früher dran, so wie bei Rapid das Hanapi-Stadion einmal war. Aber ja, ich hätte nichts mehr davon. Und es ist auch nicht so wichtig. Wichtiger wäre, viel wichtiger, dass es eben heißt, die Generali Arena, und die Generali zahlt dafür. Der Austria was ein, da haben sie mehr davon, als wenn sie Herbert Brauska Stadion heißt. Muss nicht sein, wirklich nicht. Du bist ja sehr Fan. Ne? Wir haben uns im strömenden Regen getroffen und du hast trotzdem ein Foto mit mir gemacht und hast mir zugehört. Aber gibt es trotzdem Momente, wo du sagst, nein, jetzt nicht? Na, ja, es müsste so sein, dass ich, also wenn ich jetzt wirklich in ein Lokal sitze und gerade irgendwo schneide und esse und dann kommt wer und meint, ich muss jetzt das Essen stehen lassen und aufstehen, das geht dann nicht. Aber wenn ich fertig gegessen habe und ich sitze, dann stehe ich, wenn es sein muss, auch fünfmal auf und mache ein Foto. Es geht ja darum, nicht, dass ich jetzt so, also, aber ich kann ein bisschen was zurückgeben, was die Fans mir geben. Ich bin heute 67 Jahre, der Krankel ist das Gleiche eigentlich, der ist sogar 69. Und ich sage jetzt einmal, Krankel und Prohaska kennt man. Mhm. Und es ist ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, ich habe 1989 zum Fußballspielen aufgehört. Und jeder, der sich für Fußball interessiert, ja, der kennt mich. Und die haben vielleicht früher Eintritt gezahlt und haben uns begleitet, auch zu Auswärtsspielen und so weiter. Und jeder, der heute kommt und mit mir ein Selfie machen will, ja, oder ein Foto machen will, der kriegt das auch. Weil es ganz einfach für mich ist, es ist ja keine Arbeit. Es ist manchmal ist vielleicht ein bisschen anstrengend, weil dann wirklich viel zu viel kommen. Aber du kannst nicht anfangen und mit 20 Leuten ein Foto machen und dann lass 10 stehen. Ja, also das heißt, es wird manchmal anstrengend, aber der Letzte kriegt auch sein Foto. Ja. Und ja, das Einzige ist, wenn manchmal glauben Leute, dass du so wie ihr Eigentum bist, ja, die dann auf der Hand nehmen und vielleicht zahlen wollen, und das mag ich gar nicht. Ja, und, oder es kommen Leute und wollen ein Autogramm und haben keinen Stift. Ja, und wenn ich dann sage, ja, sie müssen mir einen Stift geben, sagt er, haben sie keinen? Sag ich, dann glauben sie, reden mit dem Stift um und um, dass ich warte auf die Leute, die kommen und sie Autogramme holen. Aber das sind wirklich kleine Ausnahmen. Im Prinzip kriegt jeder sein Foto und jeder seine Unterschrift, wenn er es will. Und zwar seit ewig. Ja, also da habe ich mich nicht verändern müssen. Du hast gesagt, dass du früher neidisch warst, weil du nicht mit auf die Festel gehen konntest mit deinen Freunden. Bei mir ist das ähnlich. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis es aufhört? Gut, dazu muss man sagen, mit meinen Freunden auf die Festl. Ich habe mit 15 Jahren gespielt in der ersten Mannschaft von Osborne 11. Das heißt, ich bin nicht mit meinen Freunden auf Festeln gegangen, weil die waren so wie ich, die haben alle auch kein Geld gehabt. Zu Festeln haben wir gar nicht gehen können. Wir sind so, ja, weiß ich nicht, in so Nachmittagsdiscos oder was, wo man ein Getränk 10 Stunden stehen lassen, weil wir haben es nicht leisten können. Aber ich bin mit Erwachsenen, die sind dann zu den Bälle und so weiter gegangen, die waren aber von 25 Jahren aufwärts. Ja? Und ich war 15. Und da war immer klar, dass die ja fortgegangen bis, oder dass ich bei irgendwem schlafen muss und so. Und meine Eltern wollten das alles nicht. Und es war immer ein harter Kampf für mich, ob ich da mitgehen darf. Ich durfte dann letztlich schon mitgehen, aber da habe ich schon müssen fast auf die Knie liegen und weinen, dass ich gesagt habe, ich muss mich so genieren, ich kann nicht zu dir jetzt runtergehen und sagen, ich darf nicht mitgehen. Ja? Aber das ist der Unterschied. Also
weil ich viel zu früh, aber es war für mich, für meine Entwicklung wahrscheinlich gut, mit viel, viel älteren Menschen zusammen waren. Ja, und habe aber trotzdem noch immer meinen eigenen Freundeskreis auch gehabt. Weil das ist schon wichtig, man soll nicht mit 15 Jahren nur mit den Erwachsenen nur mehr drum laufen, weil dann glaubt man auch, man kann sich ein bisschen mehr erlauben, weil so wie die Großen. Aber du musst Geduld haben, das ist bei allen so. Wir haben bei unseren Töchtern jahrelang gezittert, wenn wir es dann fortgehen lassen. Na, du warst ja pferdenah, das haben wir in deinem Buch gelesen. Ja. Und du bist Trabrennen gefahren, hast 11 davon gewonnen. Ja. Und du warst Mitbesitzer eines Rennpferds. Wie ist das heute? Also ich habe insgesamt, ich war 11 Jahre in der Traberszene, vorhin in der Crayon. Aber wirklich nur des Sportes willen, also nicht, dass ich gewettet habe. Und habe, glaube ich, was habe ich gehabt? Vier oder fünf Pferde in dieser Zeit. Immer mit Freunden. Das war so ein nettes Hobby. Wir waren oft zu viert, wo jeder dann wird es ja nicht wirklich teuer. Wir haben immer gesagt, also wir haben nicht die Pferde, um Geld damit zu verdienen, sondern wir haben die Pferde, weil das in Wahrheit auch ein schöner Sport ist. Wenn du so siehst, dass Pferde, du züchtest zuerst, dann kommt ein Fohlen auf die Welt und dann mit einem Jahr kriegt sie das erste Mal so das Geschirr nur einmal angelegt. Und ja, das war ein super Hobby. Und dann haben wir aber leider festgestellt, dass meine Frau eine Pferdeallergie hat. Das heißt also, wenn immer die Frau mit war in der Crayon, hatte ich dann furchtbare Probleme gehabt, Atemprobleme und Ausschläge und was weiß ich. Und dann sind wir irgendwann testen gegangen und dann haben die gesagt, ja, sie hat tatsächlich eine Pferdeallergie. Das war dann der eine Grund, aufzuhören in der Crayon. Und der andere war, ich bin dann eben Trainer geworden. Vorher als Spieler war es ja gut, weil da war, heute haben wir Nachmittag Training, bin ich Vormittag in die Crayon gegangen und habe trainiert mit verschiedenste Pferde, nicht nur mit meinen. Da ist der Trainer mit einem Pferd rausgefahren. Das war ja eigentlich viel schöner, noch aus Rennen zu fahren. Wenn du um 7 in der Früh die Sonne scheint und dann fährst zwei Pferde auf der Rennbahn, herrlich. Aber dann habe ich nicht mehr die Zeit gehabt, weil dann war ich wie Teamchef war. Jetzt musste ich Samstag, Sonntag immer auf die Fußballplätze gehen und habe mein Pferd nicht mehr im Rennen. Das heißt, ich habe es nur mehr unter der Woche im Training anschauen können. Dann haben wir gesagt, ja okay, dafür ist mir das Hobby zu teuer, als dass ich mein Pferd nur mehr im Training sehe. Und dann am Wochenende habe ich immer nur den Trainer angerufen und habe gesagt, wie war es mit dem Pferd, wie ist das Pferd gelaufen? Und dann haben wir das lassen. Allerdings den Fehler, den ich dann gemacht habe. Ich habe geglaubt, das Pferd ist mir dann schon ein zu teures Hobby. Dann habe ich ein neues Hobby gesucht, nämlich Weine zu kaufen und zu trinken. Und das kostet, hätte ich mir 10 Pferde kaufen können, wenn man sich noch ein bisschen interessiert. Heute sind wir, ja, und die Liebe habe ich wahrscheinlich vererbt, weil ein Enkel von mir, die war jetzt gestern 17, die hat so ein Springpferd. Und die Mutter von ihr, also meine Tochter, die hat auch ein Pferd, also die gingen beide reiten. Das waren schon alle Fragen, aber ich habe noch eine schnelle Fragerunde. Romantischer Film. Fußballmatch. Hallo oder Rasen? Wie? Hallo oder Rasen? Was ist Hallo? Halle. Ah, Halle! Halle oder Halle? Wohnen Stadt oder Land? Beides, aber wohne jetzt am Land. Großes Kino oder Heimkino? Großes Kino. Essen selber gekocht oder geliefert? Selber gekocht, von der Frau. Lieblingsjahreszeit? Jahreszeit, ja, Sommer. Lieblingswein? Puh. Viele, viele. Buch oder Zeitung? Ja, derzeit, seit es die Pandemie in diesen Jahren gibt, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Bücher gelesen. Also Zeitung lese ich täglich. Aber ich glaube, in den letzten 2 Jahren habe ich mindestens 50 Bücher gelesen, was
eher ungewöhnlich ist. Aber bei mir war es halt immer das Problem, wenig Zeit und ich muss, um mir alles zu merken bei einem Buch, muss ich das in 2-3 Tagen auslesen. Und wenn ich der Meinung bin, ich lese da jetzt 100 Seiten und dann bin ich 2 Wochen nicht daheim, dann fange ich das Buch gar nicht an. Also ich fange erst an, wenn ich weiß, ich kann es wirklich zu Ende lesen. Gut? Ja, vielen Dank für deine Zeit. Gerne.